Sie fliehen, wie sie nur können. Zusammengequetscht in Autos, Treckern und auf Lastwagen. Das wenige Hab und Gut, notwendig verstaut. Viele Karabach-Armenier wollen einfach nur noch weg, haben alles verloren. Es wurden so viele getötet. Wir haben das Dorf verlassen und sind geflohen. Es waren schreckliche Tage. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass es so weit kommen würde. Jetzt verlassen wir unser Karabach und müssen gehen. Die selbsterklärte Republik Bergkarabach auf aserbaidschanischem Staatsgebiet hat nach der militärischen Niederlage bekannt gegeben, sie werde sich auflösen. Den Menschen bleibt nur noch der Weg über den sogenannten Latschin-Korridor nach Armenien. Als unterdrückte Minderheit unter aserbaidschanischer Gewalt wollen sie nicht leben. Es ist der Exodus eines ganzen Volkes. Das armenische Leben in Bergkarabach geht damit zu Ende. Wir beobachten das in diesen Tagen. Es sind bereits mehr als die Hälfte der Bevölkerung vertrieben worden. Sie fliehen, aber es ist de facto eine Vertreibung. Eine Vertreibung, laut Volker Weichsel, auch geduldet durch die mächtigen Verbündeten Russland und Türkei. Ankara und Moskau unterstützten Aserbaidschan seit Jahren aktiv. Unklar bleibt jetzt, wie das wirtschaftlich schwache Armenien und perspektivisch Europa mit den Geflüchteten klarkommen soll. Bis zu 120.000 Menschen könnten in den nächsten Tagen eintreffen. Zumeist Landbevölkerung, deren Zukunft momentan vollkommen unklar scheint.